Bei mir im Studio ist Professor Maximilian Terhalle. Er ist Experte für Geopolitik und Strategie sowie Gastprofessor an der London School of Economics. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Lassen Sie uns gleich nochmal über Sergei Lavrov sprechen und seinen denkwürdigen Auftritt da in Bali. Was hat der Mann damit bezweckt? Ja, es war eine zynische Machtdemonstration, die Deutschland zeigen sollte, dass es höchstens aus russischer Sicht eine zweitklassige Macht ist. Wie soll man damit jetzt umgehen? Indonesien hatte ja eigentlich vorgehabt, im Konflikt, im Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Mein Eindruck ist, dieser Versuch ist irgendwie schiefgegangen. Der ist in der Hinsicht schiefgegangen. Es könnte aber auch sein, dass das Bild, das Lavrov abgegeben hat, was gegen Deutschland zielte, er wollte eben nur mit den Amerikanern höchstens sprechen, dass das eben aber auch unter den BRICS-Staaten und den G20, den übrigen, den nicht-westlichen BRICS-Staaten, ein schlechtes Bild Russlands abgibt und dort auch zu Verstimmung führt und eben auch diesen Staaten zeigt, wie Russland wirklich tickt, abseits all dieser schönen BRICS-Rhetorik, dass der globale Süden gegen den Norden stehen muss, etc. pp. Dass hier Russland seiner alten Linie treu bleibt, alle Institutionen als Instrumente seiner Macht nutzt. Und wenn die das nicht tun, dann werden sie auch so behandelt, wie es er sehr roh mit dem Gastgeber hier gemacht hat. Wie würden Sie die Reaktion dann von Frau Baerbock danach einordnen? Die hat sich dann ja vor der Presse dann geäußert. War das souverän? Ich würde sagen, ja, es war die richtige Reaktion. Es war ganz wichtig, dass sie hingefahren ist, um eben nicht in den Vorwurf zu kommen, dass sie nicht mit Russland sich zusammensetzen wollte. Ich glaube, sie hat das vielleicht geahnt, was dort kommt. Sie erinnern sich an den Februar, als sie aus Moskau zurückkam und von Lavrov eben einfach knallhart angelogen worden war. Das hat sie, glaube ich, erschüttert. Jetzt sieht es so aus, dass Frau Baerbock hier ein klares Bild bekommen hat, dass Lavrov ein Machtmann ist, der alles, was ihm nicht nützt, das verachtet er. Nicht? Und da gehört Deutschland auch dazu. Was heißt das für dann den G20-Gipfel im November, wenn Herr Putin dann... Ich glaube, eines dadurch jetzt endlich gelernt werden müsste, ist, dass ein Putin oder auch ein Lavrov diese Institutionen als Instrumente der Macht sieht. Nicht? Er will gegenüber Russland sich positionieren, er will gegenüber Amerika sich positionieren, gegenüber Amerika seine Position darlegen. Aber der Rest interessiert ihn nicht. Und dieses Verständnis Deutschlands seitens Russlands, das müsste hoffentlich auch mal in die deutsche Diplomatie einfließen. Russland interessiert sich nicht dafür, was Deutschland will oder nicht will. Es verachtet uns zutiefst, auch wenn wir gerne glauben, dass wir wichtig sind. Das ist ein altes Relikt der Ostpolitik. Wir sind es für Russland nicht. Und Lavrov hat das heute in geradezu klassischer, harter Form gezeigt. Einmal mehr. Es gibt ja bei diesem G20-Gipfel im November jetzt einige Staaten, die noch unsicher sind, ob sie da hinfahren sollen oder nicht. Also von deutscher Seite ist das ja klar. Wie wichtig ist es, dass man dann tatsächlich da auch Flagge zeigt, auch wenn Herr Putin dann da vielleicht wieder eine ähnliche Show abziehen sollte? Ja, also das muss unter den westlichen Staaten koordiniert werden, unter den G7 natürlich koordiniert werden, wie man dort auftreten will, ob man das per Video macht. Kann gut sein, dass Putin das macht. Aber dass man sich rhetorisch etwas schlagkräftiger, schlagfertiger vorbereitet auf diese Eskapaden, die kalkuliert sind. Nicht, was Lavrov heute gemacht hat, das fiel ihm nicht heute Morgen ein, das war kalkuliert. Und das ist etwas, glaube ich, dafür muss man vorbereitet sein, um hier auch eine gewisse Statur zeigen zu können gegenüber solchem Auftreten. Was vorhersehbar ist, das ist wieder passiert. Wenige Stunden vor diesem Auftritt Lavrovs hat ja Wladimir Putin auch in Moskau noch mal rhetorisch aufgerüstet und hat da vor Duma-Abgeordneten gesagt, ja, in der Ukraine, in diesem Konflikt, wie man das in Russland nennt, da haben wir noch gar nicht richtig losgelegt in den Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Und wer denkt, dass er Russland auf dem Schlachtfeld schlagen kann, ja, der soll erst mal kommen. Vor diesem Hintergrund, wie wichtig sind da weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, die 20 Spürpanzer, sind ja erstmal nicht durch den Bundestag gekommen. Ja, 200 waren das, glaube ich. 200, ja. In meinen Augen war das falsch. Genauso wie es falsch ist, nicht die Marder zu schicken. Deutschland hat sich nicht darauf festgelegt, dass, wenn dieser Krieg durch die Ukraine verloren wird, dass dieser Krieg zur NATO kommt. Deutschland will das unter der gegenwärtigen Regierung nicht wahrhaben. Was
verhandelt werden kann, irgendwann einmal, wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Nur wer dort die Machtverhältnisse zu seinem Vorteil wendet, kann am Verhandlungstisch erheblichen Einfluss und damit seine Interessen durchsetzen. Jeder, der glaubt, man könne einfach verhandeln, wie in Brüssel, das funktioniert nicht. Es wird hier darum, in einem Krieg einen Aggressor niederzuwerfen, um dann mit ihm zu verhandeln. In der gegenwärtigen Lage finde ich, es ist falsch zu sagen, man hält zurück mit den Waffen. Und vielleicht den Punkt noch zum Schluss. Mhm. Wir hören häufig aus Berlin, die Bundeswehr und die Bundesregierung sei an der Schmerzgrenze bei den Lieferungen angekommen. Was heißt das eigentlich? Heißt das, dass wir einen Krieg gegen unsere Landesgrenzen erwarten? Was ist mit dieser Schmerzgrenze gemeint? Nicht, was sind die Kalkulationen der Bundesregierung? Für was hält sie diese Waffen, die sie hat, zurück? Warum tut sie das? Sie sagt das uns nicht und damit schadet sie, glaube ich, dem eigentlichen Ziel, das der Westen hier verfolgen sollte, nämlich die Ukraine so weit zu stärken, dass sie diesen Krieg gewinnen kann. Ich glaube, wir sind noch nicht da, wo es sich die Ukraine wünscht, aber auch es ist in unserem tiefsten Interesse, das zu tun. Sagt Professor Maximilian Terhalle. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke sehr.